Hallo und willkommen zu einer Let's Play, The Legend of Zelda Breath of the Wild. In der letzten Folge sind wir hier drüben stehen geblieben, beim Krokrak, bei dem Krok da vorne. Und heute will ich mir das hier mal genauer anschauen. Hier liegen mega viele Knochen rum. Von irgendwelchen Tieren. Und hier steht eine Frau, die versucht zu kochen. Ja, moin. Hä, wer bist du? Wer bist du? Hä, mein Name ist Mimosa. Ich arbeite daran, das perfekte Gericht zuzubereiten. Daher habe ich mich vor der Zivilisation zurückgezogen. Meinst du ein Rauchsignal? Du hast ein Rauchsignal gesehen? Meinst du für diesen Rauch hier? Das ist kein Rauchsignal. Ich koche gerade, siehst du das nicht? Aber es brennt doch an. Du meinst, es ist verbrannt, dass ich es vermurkst habe? Immer wenn ich koche, kommt völlig ungenießbare Pampe dabei raus. Aber ich habe so lange an meinen Rezepten getüftelt, dass... Dürfte einfach nicht passieren. Verrat mir ein Rezept. Hab sicher, vielleicht gelingt es dir, aus meinem Rezept was Leckeres zu machen. Ich bin wirklich gespannt, was ihr jetzt sagt. Bitte nicht irgendwas mit Stein. Ich habe ein Rezept für herzhaftes Fleisch. Fleisch nach Art der Vorfahren und das Monster unter den Eintöpfen. Dann das herzhafte Fleisch. Gut, dann bringe ich dir jetzt bei, wie man ein herzhaftes Fleisch zubereitet. Man nimmt zuerst die Hauptzutat, das Fleisch. Geflügel oder wild, es geht beides. Und dazu kommt doch ein frisches Eisenerz. Es gibt's denn bitte doch gar nicht. Ah, du musst leckeres Fleisch und wunderschönes glänzendes Eisenerz kochen. Zweifellos lässt du ein herzhaftes Fleischgericht zaubern. Ich habe am Ende immer einen harten Brocken. Mich würde interessieren, wie der so hart werden kann. Selbst wenn ich mir bei den Zutaten absolut sicher bin, geht's trotzdem auch mal schief. Kochen ist nicht einfach. Möchtest du noch ein anderes Rezept sehen? Ja. Dann zeige ich dir mal, wie man Fleisch nach Art der Vorfahren zubereitet. Man nimmt zuerst die Hauptzutat, das Fleisch, Geflügel oder Wild. Dazu kommt noch etwas, das du an einem kaputten Wächter findest. Ein antikes Bauteil. Klingt widerlich. Gah, du brauchst leckeres Fleisch in eine Zutat mit ordentlichen Geschichten. Und so etwa müsste das auch unser Vorfahre zubereitet haben. Denn auch nicht ganz so raffiniert. Dubiose Matsch ist alles, was ich zustande bringe. Allerdings verstehe ich nicht ganz, was daran dubios ist. Selbst wenn ich mich bei den Zutaten absolut sicher bin, geht's trotzdem schief. Und was ist der Eintopf? Gut. Also, zuerst musst du ein Monster besiegen. Dann nimmst du die Monsterzutaten und packst sie alle in den Topf. Geh weg. Wer beleben will, braucht monströse Portionen. Was soll es, wenn am Ende dubiose Matsch herauskommt? Ich verstehe sowieso nicht, was das Problem beim Verwenden von Monsterzutaten liegt. Selbst wenn ich mir bei den Zutaten absolut sicher bin, geht's trotzdem schief. Schade, aber schon weg hier. Also. Hier ist alles vermüllt. Sind es echt jetzt alle ihre verkohlten Sachen und so? Also ich weiß ja nicht, aber ich glaube nicht, dass du so weiterkommen kannst. Okay, also ab in den Schrein. Der ist übrigens hier. Also, bis gleich. Also, nimm es selbst in die Hand. Okay. Ich so eine Kiste. Ah, ich hab schon was ich machen muss. Also erstmal hier den Topaz mitnehmen. Oha. So, warum haben nicht alle Kisten? Das kann ich mich in die Hand nehmen. Und jetzt habe ich einfach so eine Kanone, das ist ultra geil. Und mit dem Ding kann ich jetzt den ganzen Schrein lösen. Und dann muss ich es einfach nur hier draufstellen. Ups. Ich hoffe, es fällt ja nicht runter. Perfekt, sollte nicht passieren. Kann ich mir von da oben runterfliegen? Oh ja, da ist auch so ein Absprungpunkt, also anscheinend schon. Oh, perfekt. Ist doch hier drauf. Bin ich aber gespannt. Oh, genau. Och Mann. Nicht dein Ernst. Bleib stehen. Ey. Au. Also nochmal neu. Perfekt, jetzt aber. Also, ich habe gerade schon gedacht, was ist denn jetzt los? Also, habe ich eigentlich noch Sportsachen? Muss ich kurz nachschauen. Ja, hier.
Dann ein Ding. Und zwar wollte ich eigentlich was Neues herstellen, aber da hat jeder einfach ihr verkohltes Steak dran gehabt. Und das war halt nicht so praktisch. Also, come on, nochmal. Früher habe ich für den Schrein so lange gebraucht, weil ich ihn einfach nicht gecheckt habe. Ein antiker Reaktorkern. Perfekt, komme ich direkt ein bisschen nach oben. Ich hatte Kisten, ja, habe ich, perfekt. Und das. Boah, wäre es jetzt da unten stehen geblieben. Das wäre so dumm gewesen. Aber egal, perfekt. Ich habe es geschafft und ich glaube, es ist sogar schon das nächste Viertelzeichen der Bewährung. Bin aber nicht ganz sicher, wir können mal nachschauen. Ja, das nächste Viertel, perfekt. Ja, nice, dann würde ich sagen, hole ich mir demnächst ein neues Herz ab, oder? Und ein Ausdauerteil. Aber egal, ich lasse einfach mal hier die Katze, also diese Ladezeit hier drinne, damit ich auch mal zeigen kann. 28 Schreine, 155 Crocs. Das habe ich bisher gesammelt. Und es ist dann noch eigentlich bald geschafft, glaube ich sogar. Mit der ersten Hälfte von den Crocs. Weil das ist bestimmt nochmal so bestimmt 60 Crocs. Und hier rechts sind dann nochmal ein paar. Also ich denke, dass ich schon demnächst auf die Hälfte kommen könnte, wenn ich jetzt hier alles noch voll habe. Also hier mit den oberen Bereichen. Also, weiter geht's. Dort unten ist der nächste Croc. Oh, ist auch gerade Nacht. Da ist ja der links zu leben erwacht. Okay, aber erstmal das hier. Also. Okay, jetzt kommt da drauf. Perfekt. Und ich will versuchen, mich halt mal zu windbumpen. Ich schaue, ob ich es hinkriege. Und zwar muss ich irgendwie abspringen. Und dann die untere Bombe, also die runde Bombe als erstes. Und dann die viereckige Bombe. Oh, was ist das? Oh, das sind Sportfeilchen, die brauche ich. Her damit. Okay, wenn ich da oben bin und den Croc eingesammelt habe, dann kann ich mit dem Wind pumpen. Schauen, vielleicht kann ich dann auch einen Speedrun mal machen. Ach Gott, das wird so schief gehen, aber egal. Okay, wie viele sind es denn? Eins nur, okay. Schauen, vielleicht finde ich ja hier mehr Sportsachen. Denn ich brauche echt verdammt viel. Ja, hier zum Beispiel. Perfekt. Danke. Oh, ist hier schon ein Croc? Also das hier müsste ja auf jeden Fall sein. Oder? Ne, eine Kiste ist das, aber egal. Ich weiß, was drin ist. Hundrubine, okay. Keine Ahnung, wer das hier reingepackt hat. Aber danke. Ah, da unten. Ja, da ist er. Und jetzt würde ich sagen, werde ich mal versuchen, mich zu windbumpen. Wünscht mir Glück, dass ich nicht verrecke. Oh, da oben. Da oben scheint ein Boss zu sein. Ich kann kurz Flecke schon mal herholen. Okay, kommt wohl nicht. Warum denn nicht? Ach, keine Ahnung. Ich soll auch irgendwo ein Leunes. Au, fotografieren. Oh, sehr schönes Bild, wie ich gleich sterben werde. Wenn er nicht so lange zielen würde. Was? Okay, ich glaube, hier ist ein Leune irgendwo. Ja, da vorne. Den werde ich bekämpfen. Oh, das ist natürlich das ein Sportweilchen. Ich will jetzt auch mehr nebenbei Sportsachen sammeln. Damit ich auch ein bisschen mehr schaffen in einem Part. So. Okay, ich glaube, hier kann ich sogar noch dran laufen in der Wand. Tatsächlich. Als ob, okay. Dann ist es nicht so schwer hochzulaufen. Also. Da sind auch noch mehr Sportweilchen.
Und von dort oben versuche ich mich dann zu windpumpen. Aber jetzt muss ich nach oben kommen. Perfekt. Oh, ist ja noch höher, als ich dachte. Vor allem, warum kletter ich so langsam, obwohl ich die Kletterrüstung anhabe? Keine Ahnung. Also noch höher. Ich glaube, hier kann ich wieder dran drauflaufen. Ja. Vielleicht ist es ein bisschen cheaten, aber anders schaffe ich es nicht. Da könnte ich, glaube ich, sogar drauf stehen. Ja. Perfekt. Den Rest soll ich eigentlich schaffen. Also ab nach oben. Ich denke, dass hier oben Hinox sein wird. Oder ein Ivarok. Oh no, bitte. Oh mein Gott. Oh, es ist ein Ivarok. Mal schauen, was es für einer ist. Kann ich erstmal schön neu markieren. Mit einem Schwert. Verdammt. Was? Ivarok leuchten, schon fotografiert, okay. Habe ich krassen Bogen? Ja. Und irgendwas, womit ich viel Schaden mache? Ja, hier. Jetzt kann ich mich schön draufhauen. Jetzt noch schön mit irgendwas. Starke. Ich habe gar nichts mehr irgendwie. Oh, verdammt. Aber egal. Morgana-Berg. Oh mein Gott. Perfekt. Jetzt habe ich noch 6 Holzpfeile. Oh, das war Rotra. Okay. Nein. Oh mein Gott, es reicht. Hab ihn. Puh. Perfekt. Sehr viel Leuchtsteine. Was ist das? Zählt wahrscheinlich als Tiere. Das sind nur so rumstörende Dinger. Okay, da drüben ist der nächste Krog. Und jetzt will ich versuchen, mich zu windpumpen. Also. Mal schauen. Ist der irgendwo da oben oder wo ist der? Noch Sportweichen noch. Also so Sportdinger. Okay, also erstmal. Oh nein. Oh. Zum Glück hat es noch geklappt. Wait, nein. Lol. Jetzt habe ich hier gelandet, die Bombe. Okay, nice. Dann würde ich sagen, geht's weiter. Flicky. Egal. Sie ist halt so schaffen. Und das ist auch ganz viele Sportsachen. Also hier gibt es viele Sport Materialien oder naja, eher Zutaten. Das ist eigentlich ganz cool. Noch Klutlinge. Okay. So. Ist überhaupt welche auf jeden Fall noch irgendwann rausbekommen? Ich glaube, ich muss ein bisschen schneller machen. Die Bomben miteinander. Ansonsten weiß ich aber auch nicht weiter. So, ich würde sagen, ich versuche es einfach nochmal.
Irgendwas mache ich falsch. Oh nein. Ich muss mich aber heilen. Ich habe nämlich ganz gut gekocht. So. Okay, also nochmal. Oder war es andersrum, dass ich erst die Fähigkeiten in eine Runde machen muss? Boah, gar keine Ahnung. Also. Hier drüben, die ist jetzt nächstes dran. Na, das sieht nicht richtig aus. Oh mein Gott. Oh Gott. Zum Glück habe ich mich fast gebet. Okay, aber ich glaube, es wird nichts mehr mit dem ganzen Rum-Teleport, also mit dem Windpumpen. Aber kann ich bitte Flecki wieder herholen? Mann, Flecki! So ein faules Pferd. Okay, aber ich bin auch irgendwie ein bisschen langsam, finde ich, mit dem Wettergewand. Da ist dann irgendwie noch langsamer dann. So, das ist nur so ein Rockballon. Kann ich das so abschießen? Also. Das nächste ist da hoch. Aber wo ist Flecki? Warum kann Flecki sich nicht teleportieren? Ist es hier irgendwie vielleicht kein richtiges Gebiet, wo Flecki entlang reiten kann? Weil es gibt es ja auch, dass man in der Wüste oder so im Schneegebiet nicht reiten kann. Also dort nach oben. Ah. Schade. Schade. Oh, first try. Da kann man noch eine Pfeile mitnehmen, die ich alle verschossen habe. Okay. Also, weiter geht's. Erstmal die drei hier noch und dann geht's weiter. Bin gespannt, was das für drei sind, weil der hier ist wieder irgendwo am Berg dran. Okay, letzter Versuch zum Windbomben. Hä? Was habe ich denn wieder falsch gemacht? Also ich checke irgendwie nicht ganz, was ich falsch mache. Ach egal, ich muss mir nochmal ein Tutorial anschauen. Vielleicht kriege ich es dann nochmal hin. Also mag ich mir kurz hinten. Irgendwie. Den mit so einem roten Licht, damit ich Messer finden kann. Ah, hab schon, okay. Pfeile muss ich auch mal wieder kaufen. Also. Vielleicht gibt es auch später eine Rüstung, mit der man schneller laufen kann. Und was ist das? Das vergessene Plateau. Huh, was? Boah, ich dachte gerade schon. Das ist noch Spurtweilchen. Und das ist Krockrätsel. Und das ist noch ein Spurtling. Boah, wie viele Spurtweilchen. Oh. Alter, ich sehe alles voll mit Spurtsachen. Perfekt. Kann ich irgendwie runterschießen? Ja. Der ist ja mega klein auf einmal. Perfekt. Und der ist jetzt da oben, oder? Stimmt. Okay. Ich glaube sogar ein Gewand, mit dem man weniger Ausdauer verliert. Da kann man mega lange rennen und klettern und so. Okay.
Okay, mal schauen. Okay. Perfekt. Juhu, das hab ich gefunden. Bis bald. Ja, bis bald. Wait, what? Das ist ein riesiges Pferd. Ah, da. Boah, sehr schön. Okay. Alter, das ist größer als alle anderen. Fotografier's mal. Das bin ein Flugling. Komm on. Riesenpferd. Perfekt. Maximum erreicht, okay. Vielleicht schaffe ich es irgendwie auf es drauf zu springen und es hier wegzureiten. Aber ich denke tatsächlich, dass ich zu wenig Ausdauer haben werde. Ich meine, ich habe schon zu wenig Ausdauer, um auf so einen Baum hochzuklettern. Oder? Nee, doch nicht, okay. Also. Ich würde sagen, ich fliege jetzt auf es zu. Tascheln, tascheln, tascheln. Alter! Das werde ich niemals schaffen. Kann ich mal ein Foto von ihm machen? Ich will mal es genauer anschauen. Okay. Viel besser. Okay, aber krass. Du musst mir auf jeden Fall hier merken. Den Punkt. Vielleicht markiere ich ihn mir auch mal. Und zwar mit irgendwie. Ah, nee, brauche ich nicht markieren. Vielleicht auf jeden Fall später noch hinkommen. Wenn ich genügend Ausdauer haben werde. Oh, da oben. Da ist ja wieder die eine Frau, die nicht kochen kann. Irgendwie tut sie mir auch leid. Die ist so überzeugt von sich selbst, dass sie richtig gut kochen kann. Aber sie kann es einfach nicht. Okay, weiter geht's. Und zwar ist ganz oben der nächste Krog. Ich meine, wie stolz die ganzen Gerichte erzählt hat. Aua. Okay, aber egal. Weiter geht's nach oben. Und zwar ist hier oben ein Baum. Auf dem Baum ist wahrscheinlich der Krog. Das muss ich eigentlich schaffen. Perfekt. Schöne Aussicht hast du hier auf jeden Fall. Okay, das sind jetzt die drei dran. Die schaffe ich eigentlich heute noch. Aber dass hier sonst nichts ist irgendwie auf dieser Fläche. Ist echt krass. Allgemein ist hier halt nicht so viel. Ist eigentlich immer noch so ein Hin und Her hier gewesen. Aber vielleicht gibt es hier bestimmte Zutaten. Was ist ein Fuchs? Perfekt, dann gibt es die nächste Folge, nämlich zu dieser Insel rüber. Was ich auch schon in den Schrein. Wo ist denn hier der Krog? Ach, der ist da rechts. Hätte ich nicht gedacht. Hi, Vogel. Okay, aber es sieht aus wie eine Krabbe irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht, aber. Ja. Den hole ich gleich erstmal da hinten, den. Also. Schrein in der Nähe. Ich weiß, ich weiß. Okay, also was ist das da hinten für ein Krog?
Lol, das ist ja richtig weit weg. An der Brücke gibt es, glaube ich, auch noch zwei Crocs, die mir fehlen. Ja, drei sogar. Perfekt. Und nach oben. Ich muss ja von jedem Ding wirklich ein Foto machen. Wenn es das Foto zählt. Oh. Ich weiß, Maximum ist halt schon wieder erreicht. Das ist halt so dumm. Vielleicht kann man das irgendwie dann in BOTW 2 irgendwie so machen, dass man es erhöhen kann. Das ist also, dass man halt mehr sammeln kann von den Fotos. Und es ist ein Magneträtsel, das sehr einfach aussieht. Und der Magnetwürfel liegt wahrscheinlich im Wasser. Ja. Also los. Sehr schön. Also die letzten drei Crocs für heute sind jetzt doch dran. Also schnell rüber. Schnell Flutlebel mitgenommen. Schnell nach oben. Nicht, dass ich noch ertrinke. Oder jetzt hier irgendwie ins Wasser falle und dann noch sterbe. Wäre auch nicht so nice. Aber egal. Nach oben. Schon richtig, oder? Ja. Och nee. Oh, ich habe einen antiken Pfeil, aber den will ich nicht verschwenden. Ich will ihn nur für den wirklichen Notfall benutzen. Oh, noch ein Stein, okay. Noch einer. Ich weiß, noch ein Krog. Let's go. Aber krass. Einfach hier. Die ganze Prärie. Also die Kargossa-Gebirge. Die habe ich aber alle übersprungen irgendwie. Weil es hier einfach keinen Krog gibt. Mal schauen, vielleicht muss ich ja irgendwann später noch hin. So. Oben. Dann kann ich dem Schlüssel rüberfliegen. Und zwar ist der Krog schon dort vorne. Also, oh, das ist Maxi-Barsch, oder? Ja, ich denke schon. Oh, ist ein Octorok, oder? Ja. Okay, gut, dann für die nächste Folge. Die ist dann besser vorbereitet, weil ich jetzt wieder kochen kann dann. Ah, ist da. Ah, okay. Laufrätsel. Also, Geschwindigkeitslaufding. Ein Rennen. Ist eigentlich auch ein guter Name für ein Rennen. Geschwindigkeitslaufding. Okay. Erstmal werde ich mir meine Rüstung anziehen. Zum schnelleren Schwimmen. Und zwar hier. Hä? Ich habe alles verkackt. Hey, man hat ja voll viel Zeit. Aua. Ich meine, hat echt viel Zeit. Oh, ja. Und dann würde ich sagen, was mit der Folge. In der nächsten Folge geht's dann an die restlichen paar Crocs hier. Ich versuche. Ja, gut, alles schaffe ich eh nicht, aber ich kann versuchen, hier den Schrein und hier den ganzen Teil. Also bis zum nächsten Mal. Seid gespannt, dann da geht's weiter. Also bis zum nächsten Mal. Und ciao.